Die Kenianerin Cheptegei Gitich hat am Wochenende in Chicago einen neuen Fabelweltrekord über die Marathondistanz aufgestellt. 2 Stunden, 9 Minuten, 56 Sekunden. 2 Minuten schneller als der bisherige schon Fabelweltrekord im Marathon und 4 Minuten unter ihrer Bestzeit von vor 2 Jahren. Sie hat nebenbei auch noch über 5000 und 10.000 Meter ihre persönlichen Bestleistungen hier pulverisiert beim Marathonlauf. Viele Spitzenathleten sprechen davon, dass diese Leistung geradezu grotesk und absurd ist. Stephen Kerr, der Brite Mittelstreckler, sagt gar, die Leichtathletik sei tot. Wenn man hier das so akzeptiere, denn es ist schlichtweg nicht realistisch, dass die Athletin hier innerhalb so kurzer Zeit einen solchen Leistungssprung hinlegen könne. Dem schließen sich ganz, ganz viele Experten an. Trotzdem zählt dieser Rekord zumindest vorerst.